Oh! Oh mein Gott! Ah! Moin Leute, Trimax hier. Heute haben wir was richtig Geiles vor. Wir werden wie in guten alten Zeiten eine Clash Royale Challenge Doppel-Elixier-Auswahl-Herausforderung machen gegen Chef Strobel. Wir picken immer die Karten für den Gegner. Das heißt, wir versuchen jetzt für den anderen möglichst beschissene Decks zusammenzubasteln, uns gegenseitig derbe Trash-Talken und es geht um 10 Subgifts für den Gewinner. Dann wird er eh wieder absolut wegragen. Die ganze Free-to-Play-Challenge wird auch noch kommen. Deswegen, wenn euch das Ganze gefällt, einfach den Kanal kostenlos abonnieren. Und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt und euch das auch gefällt, könnt ihr gerne den Trader-Code Trimax verwenden. Kostet euch gar nichts und ich bin endlich mal wieder auf dem Main-Account. Ihr geht mal ganz unten in den Shop. Guck mal hier, 7 Tage hält der nur. Der ist bei mir auch schon wieder weg. Trader-Code Trimax, drückt auf OK, fertig ist. Derbe geiler Support, kostet keinen Cent. Freuen wir uns sehr drüber. Ich kaufe immer alles, was im Shop ist, einfach für die Star-Points, ne? Oh, ich freue mich schon aufs nächste Update, wenn das kommt. Ich habe hier eine dicke Kiste. Mhm. Schreib jetzt bei mir in den Chat, was du machst. Okay. Okay, bist du ready? Ja. 3, 2, 1, go. Ja, du bist so low. Hey, du nimmst immer Stein. Du nimmst, also du hast die letzten 37 Male bei Schere, Stein, Papier Stein genommen und dann sagst du immer, der gute alte Stein. Ich wollte da sagen, ich habe auch einfach wieder daran gedacht, der gute alte Stein. Und damit darfst du anfangen. Du bist so low einfach. Der gute alte Stein, Chat. Das ist ich weiß nicht, wie man wirklich, das ist doch so dumm. Du musst doch immer mal nicht Stein nehmen. Ja, aber es ist immer der gute alte Stein gegen dich. Ich weiß nicht. Ich nehme nächstes Mal auch Stein. Okay, ich gehe rein in den Kampf. Let's go. Du musst dir die Karten sagen. Oh, wichtig. Ballon-Hit. Oh, die sind auch down. Future Play? Okay, den Turm hat er immerhin. Den Turm habe ich. Aber beim 1-1 wird der Dings zur absoluten Übermacht. Alter. Der ist ein Turm, oder? Max? Turm ist weg. Ist weg. Er macht jetzt noch Dings rein und ist fertig. Ja, Alter, Max, also mit einem Looster reinzustarten ist nicht gut. Kann ich irgendwie den Royal Giant aufhalten mit ultra viel Damage? Nein, der kriegt immer einen Hit raus. Ach, Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Ich hatte gerade die gleiche Challenge auf dem Free-to-Play-Account und da durfte ich nie die Win-Conditions traden. Nie. Ich durfte sie nie traden. Ich habe immer nur Auswahl zwischen Eisgolem und Ritter, zwischen Pfeile und Feuerball. Jetzt machen wir einmal die Challenge und du darfst mir beide Drecks-Win-Conditions geben. Ich kotze so heftig. Oh, der ist gut! Er spielt das gut, Alter. So, jetzt wieder ein Hawk, bitte. Ja. Oh, der Inferno-Dragon in der Offensive sehe ich noch nicht, aber ein Schweinereiter-Hit. Oh, diese Minion-Horde. Der connected. Hm. Oh, wie spät kommen die Pfeile? Oh Gott, Elektromagier stirbt noch. Lasko. Ja, schön. Wo sind seine Pfeile? Wo sind seine Pfeile? Was macht der? Hallo? Ist der AFK gegangen? Hallo? Ich weiß es nicht. Es wird. Okay, wird nervös. So ein Schneeball. Ein Hit bitte. Zack, reichen Pfeile. Bitte Lasko Kobold connecten. Ach, er wurstet. Er ist voll gewurstet, wie er spielt. Er hätte so machen können. Er hatte doch Pfeile. Ja, er muss sagen, er hat echt. Junge, was hat er gemacht mit den Pfeilen, Alter? Lightning-Rakete. Lightning. Skelette-Kobolde. Skelette. Dark Prince Koboldfass. Koboldfass. Ach, Digga, das ist auch wieder so schlecht, Mann! X-Bogen Koboldfass! Und ja, die Rakete, bitte. Er muss nur Rockets auf deinen scheiß X-Bogen cyclen. Das wäre so free, Mann. Ich werde der dreckigste. Ich hab noch die Mauerbrecher und Miner. Das Spiel ist vorbei. Ja. Nee, also echt, das Spiel ist halt wirklich vorbei. Oh Gott. Ich hab keine Karte. Was hat er denn alles? Ich hab nur einen Executioner. Ich habe nur einen Executioner. Hallo? Kann mich noch. Bin ich disconnected? Twitch? Ist Twitch noch da? Twitch ist weg. Ja. Ich habe nur einen Executioner. Nochmal gesagt. Alter, hast du die Müllhaufen-Eimer-Attacke kassiert? Ich habe nur den Executioner. Ich habe 4 Win-Conditions. Ich habe nichts. Muss jetzt meiner. Meiner Koboldfass Wallbreaker. Ich habe Wallbreaker noch, Chef Strobel. Und ein Koboldfass und ein X-Bow. Hallo? Ja, das ist geil.
Aber was macht der denn für einen Ofen? Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Oh, schöner. Ah, du spielst aber gut. Okay, das ist jetzt irgendwie dumm. Er hat nicht mal getroffen. Er hat gar nichts getroffen, Max. Er hat nichts getroffen. Du hast auch gegen ihn gespielt. Du darfst gar nicht reden. Du hast Redeverbot. Er hat nichts getroffen. Redeverbot eingeleitet. Das waren 6 Elixier einfach gewastet. Er hat gar nichts getroffen. Er hat gar nichts gemacht. Du gewinnst das. Du gewinnst das. Der Typ ist dumm. Lass ihn. Wer ist das? Das ist ja dumm. So was Dummes soll hier lang. Er muss einfach nur 2 Rockets cyclen. Oder reichen 2 nicht mal? Er muss sogar 3 cyclen. Sau stark, das Ding. Ja, das ist verloren, hä? Die Rocket hat die einfach gerade alles verloren. Das ist wirklich der Worst Player EU West. Also ich meine, also ich will das auch gar nicht beleidigen oder so meinen, aber glaubt ihr, die spielen Absicht so oder denken die, die sind gut? Weil das ist ja bis jetzt nichts, was er da macht. Also es ist ja. Kann ich genauso dir nur wiedergeben. Es ist ja, also. Das ist dein Gegner, den wir hier facen. Stark, okay, du hast gewonnen. Das finde ich krass, also. Das ist ohne Witz, das ist das schlechteste Deck, was ich jemals in Banditin. All den Jahren hatte. Princess Banditin. Was mache ich jetzt hier? Links aufpassen. Oh, hast du da noch was? Oh nein, hofft auf das Connection. Oh Lord! No! Das kann 20 Sekunden, Chef Strobel, 20 Sekunden kannst du noch schaffen! Kannst du es noch schaffen, Chef Strobel? Schnell, wirf einen Schneeball! Hast du keinen? Shit, Alter. Aber weißt du, was krass ist? Warum darfst du, warum darf ich diesen, wie heißt der hier? Die Luftpost gegen Lightning tauschen? Also, ohne Witz, das, was du mir gegeben hast, damit kann man arbeiten. Aber warum darfst du eine Luftpost gegen den Lightning tauschen? Das muss ich mir mal erklären, Alter. Das macht echt gar keinen Sinn. In welcher Weltchat macht das Sinn, dass du ein Lightning gegen eine Luftpost tauschen darfst? Koboldfassballon! Koboldfass. Du kannst nicht wieder gegen so einen Spieler spielen, der auch wieder X Elixier liegt die ganze Zeit. Oh, rechts rum, rechts ist witzig, aber nicht lachen. Ja, aber was macht der da? Hä? Och nö. Chef Strobel, lassen, du musst ihn lassen. Ey, ohne Witz. Schneeball predict und da ja, kam nichts. Vorbei. Egal, schneiden wir so, dass. Mein Cutter schneidet das so, dass da auf einmal eine Goblin Gang stand. Du hast schon gewonnen, hä? Oh mein Gott, ey, das ist aber auch wieder nicht fair, gegen was für Leute du dran musst. Na, wieso denn? So, weil das schlecht ist. Leider. Du hast vorhin auch 700.000 Elixier geleakt. Das hat doch nichts damit zu tun. Es geht ja nur darum, dass der Typ kacke ist. Ja, willst du ihn sonst lassen? Guck mal, der Turm ist Dauerstand. Der Turm kann nicht angreifen! Du hast einen Scheiß-Turm! 47 Seppis, Leute, gleich auf Stube. Schneeball Preußen. Schneeball. Ich habe jetzt Erdbeben-Schneeball. Schweinereiter Giant. Schweinereiter. Fledermäuse Musketierin. Fledermaus. Das war wirklich ein so kackfrecher. So ein. Guck mal, was er hat! Er hat Giant, Poison, Musketierin, Holz. Und ich hab Schneeball, Erdbeben. Ich hoffe mal, dass der Typ jetzt auch wenigstens was in der Birne hat. Bitte, bitte, hab was in der Birne. Nice. Guter Anfang. Das sind meine Karten, Herr Strobel, das war's schon. Hallo. Bist du noch da? Ja, hä, das war's? Das sind meine Karten. Ich hab E-Golem, Eis-Golem. Meiner Schweinereiter. Ich hab rechten Turm, glaube ich. Hä? Was passiert hier? Hä? Junge, was passiert hier? Oh. Marc, das hast du aber, glaube ich, der Kite war, glaube ich, doch nicht so gut. Ich hab nichts, Herr Strobel, ich habe nichts. Hallo? Bin ich doch im Disconnect? Ich höre dich nicht. Doch. Du bist da? Hallo? Hörst du mich? Ja, aber das kann nicht sein. Das Deck gibt es nicht. Oh mein Gott. Das war's. Oh, scheiße. Alter. Du könntest jetzt rein theoretisch hier noch gewinnen, Max. Du könntest noch gewinnen. Wie denn? Halt doch die Fresse, Alter. Oh, der Strobel lacht. Grüß meine Auto-Host-Liste, auf der du nicht mehr aufzufinden bist. Oh, du könntest jetzt noch gewinnen. Ja, guck dir das Deck an. Geh doch noch hier. Bist du schon im Game? Ich hoffe noch nicht, oder? Nein, wie viele Trophäen hatte er? Sag mal. Er hat auch krass gespielt. Trophäenrekord. Ja, letzte Season. Beste Season 6260. Ja, und der letzte mal. Season 6200. Na, aber es geht ums Deck. Hör mal zu. Schweinereiter. Ja, du Eisgolem. Elixiergolem. Miner. Das sind schon mal 4 Win-Conditions. Hä? 4 Win-Conditions. Und jetzt noch Erdbeben-Schneeball. Ja, du, das ist ein 100-0 für ihn, Bro. Junge, ich geh rein. Geh rein. Er hat geschissen. Ich fass es nicht. Er hat echt geschissen. Ich kann es nicht fassen.
Die Leute, die ich drafte, die gehen von gut zu schlecht. Der hat doch gerade richtig gut gespielt. Was hat er denn jetzt gerade gemacht? Hilfe! Hilfe, Chat! Nein, er verliert. Er verliert. Nein, guckt euch das an. Guckt euch das an. Wie viel Elixier hat er gewastet? Oh Gott, nein. Das verstehe ich nicht. GG's, Max. Okay. Du hast einfach einen Vollidioten bekommen. Kannst du mir mal erklären, Chat, was da gerade passiert ist? Naja. Also, es kann doch nicht sein. Ich hab's gerockt, so. Er muss nur auf das Backup-Pfeile spielen, dann die Guards drauf, Royal Recruits und das die ganze Zeit. Die ganze Zeit muss er das nur so spielen. Wie viel Trophäen hatte der Max? Noch, will ich noch wieder ganz mal da einfach gecomebackt. Ich will wissen, wie schlecht er ist. Ich sag es dir. Letzte Season, sein All-Time-Favorite, sein All-Time-Rekord. 6100. Der ist ein Monster. Das Spiel ist tot, wenn Sonder 6-1 schafft. Er hat ein gutes Ghoul im Deck. Mach was raus. Leute, Matchpoint. Wenn du das gewinnst, ist unentschieden. Wenn du das verlierst, schuldest du mir 50 Flocken. Der Strom ist jetzt extra nervös. Die 50 Euro hat er aus der gemeinsamen Finanzkasse genommen. Nina schaut gerade zu. Der Strom spielt hier um die Miete. Und der... Oh ja! Oh ja! Lol, unentschieden. Beide haben 756... Lebende Turm. Ein Hit, noch ein zweiter. Oh, wichtig. Oh! Das ist der dritte Hit! Und Chef Strubel verliert die erste Träne. Und er ist ruhig. Selten hat man so einen ruhigen Chef Strubel erlebt. Die Anspannung tut ihn nicht gut. Oh mein Gott, das macht er gut. Ciao. Und jetzt hat Chef Strubel noch eine Minute. 20 Sekunden. Gegner connected. Unfassbar stark, die Musketiere. Sau stark gespielt. Gegner lacht und disrespected Chef Strubel. Sichtlich sauer. Hey, ich kann nichts gegen die Feuerkrackerin, das ist fantastisch viel Value. Der Turm wird Schaden kassieren, aber wie viel? Wir haben verloren. Eine Minute hat Chef Strubel noch. Da kommt der nächste Royal Giant in den Knick. Das ist das 2-0. Chef Strubel richtig piss. Das war's. Feuerkrackerin überlebt. Ultra lucky. Er spammt. Gegner spammt das Huhn. Je mehr Hühner der Gegner spammt, desto ruhiger wird Chef Strubel. Das ist ein 2-0. Es geht hier um 50 Euro. Ich erfahre gerade aus der Regie aufs Ohr. Nina hat bereits die Koffer gepackt. Und das sieht nicht gut aus. Das ist es. Ja, ich wollte einfach gestreamsniped zu 100%. Ja, es ist einfach ein fucking Streamsnipe. Das ist so schlecht. Sad, Alter. Der Gegner hat keinen Golem gespielt. Ich wollte gestreamsniped, Max. Oh, das war auf jeden Fall richtig, also ohne Witz, diese Challenge hat mich gerade richtig nice in die guten alten Clash Royale. Da wird man richtig nostalgisch. Das hab ich vermisst. Alle haben sich's gewünscht, heute haben wir es umgesetzt und es ist einfach geil. Mad Cause Bad. Und es ist einfach schön. Haben wir, Moderatoren, noch einmal einen Link von Chef Strubel. Es war ein fantastisch geiles Video. Wirklich unfassbar geil. Kann mich da nicht genug bei Chef Strubel bedanken, dass er wieder back ist. So, ich liebe diese Auswahl Draft-Challenges. Wenn ich für Chef Strubel die Decks picke. Es ist wirklich ein Highlight.